Wir haben eine Altbekannte von uns, Barbara Schöne. Wir treffen sie häufig und jetzt sind wir hier bei der Uhrenvorstellung der Quadriga. Die Quadriga wurde ja nun schon gezeigt. Haben Sie schon einen Blick darauf werfen können? Ja, selbstverständlich. Die wäre groß genug in den zwei Vitrinen gewesen. Ja, und ich bin befreundet mit dem Chef, mit dem Leonard Müller. Und der hat mir das ja schon vorher gezeigt. Und was hält man von der Uhr? Ist die eigentlich schön zu tragen? Konnte man die auch schon anprobieren? Ja, also ich bin mehr, also als Frau mehr für die kleineren Uhren. Aber er hat ja auch so eine schöne Quadriga-Uhr an der Kette. Ja, die bekomme ich. Was ist denn nun das Besondere? Ich habe ja nun viele Uhren schon gesehen. Hier die Uhr, die hat irgendwas ganz Besonderes, aber ich kann es nicht ausdrücken. Sehr fein, schlicht, sehr flach, sehr schön. Ja, einfach das Styling ist einfach elegant, sportlich. Also ich finde die wunderschön. Es ist nicht so protzig. Ja, also gefällt mir sehr gut. Und dann ist natürlich toll verarbeitet, wenn man weiß, ne? Nun sind wir hier bei der Uhrenvorstellung, aber es gibt bestimmt noch demnächst wieder ein Event. Wo kann man Sie demnächst wieder sehen? Ich habe jetzt gerade ein Fernsehen abgeschlossen in der Serie Der Staatsanwalt. Und ich werde demnächst, ich mache so kleinere Auftritte. Ich bin dabei, jetzt wieder eine Platte zu produzieren, ein Album mit Berliner Liedern, aber ein bisschen in Rock-Pop. Boogie-Woogie, Swing in der Richtung, so ein bisschen modernisiert. Und ja, und mal sehen, wie es weitergeht. Ja. Kann man denn schon sagen, wann dann die CD oder Platte oder wo das auch immer raufkommt, dann rauskommt? Zu welchem Datum? Nein. Ich lasse mir Zeit, es soll gut werden und wir sind ja noch dabei, die Arrangements erstmal fertigzustellen und auch die Zusammenstellung wissen wir noch nicht und nicht wie viele Titel. Mal schauen. Am 15. treffe ich mich mit dem Plattenproduzenten und dann besprechen wir erstmal das Ganze. Ich lasse mir alles für alles Zeit, soll gut werden und ich picke so die kleinen Rosinchen und das macht Spaß. Wunderbar. Und zu diesem Termin die neue Uhr, das passt dann bestimmt wunderbar. Ja, vor allem die ist so schön sportlich und trotzdem fein. Also nicht so protzig, wie ich schon sagte. Und es ist ja jetzt wieder ganz modern Twinset, ne? Das ist ja wieder in Mode gekommen. Einen hübschen Pullover mit Jäckchen dazu, Uni. Und dann so eine hübsche Uhr da drauf. Das ist schon vom Feinsten. Dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Abend und gute Gespräche. Schönen Dank, ja. Tschüss Ihnen auch. Viel Spaß noch. Tschüss.